Und damit begrüße ich euch zum heutigen Angespielt. Wir spielen eine Runde F-Zero GX. Das letzte F-Zero, was tatsächlich auf einer richtigen Konsole rausgekommen ist, also keinem Handheld. Und das ist schon eine ganze Weile her, ist von 2003 für den GameCube. Seitdem kam dann nochmal ein Jahr drauf, zwei Spiele für den Game Boy Advance raus. Aber ansonsten nie wieder ein F-Zero-Spiel. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte echt mal Bock, mir ein F-Zero-Spiel zuzulegen und das mal so richtig zu zocken. Ich weiß, wir hatten schon mal ein F-Zero auch im Angespielt. Das allererste F-Zero hatte ich ja damals angespielt. Aber es wird Zeit, hier nochmal ein draufzupacken und vor allem auch ein draufzupacken, weil ich es mir grundsätzlich wünsche, dass ein F-Zero für die Switch rauskommen würde. Und deswegen schauen wir heute mal hier in dieses F-Zero hinein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, F-Zero GX hat echt eine Menge zu bieten. Wir können Grand Prix fahren, wir können Versus Battle machen, Time Attack, also quasi Zeit fahren. Es gibt scheinbar sogar einen Story-Modus. Also ich kenne das Spiel absolut gar nicht. Ich habe nie ein F-Zero gespielt, aber würde mir auf jeden Fall ein F-Zero holen, wenn ein neues für die Switch rauskommt. Einfach auch, weil ich diese Rennspiele liebe. Wir können natürlich auch üben. Können, glaube ich, so wie ich das jetzt hier verstehe, mit Replay Szenen speichern. Und noch vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was so die einzelnen Punkte zu bieten haben und beginnen mit dem Grand Prix Modus. Ich würde sagen, da ich es noch nie gefahren bin, fahren wir auf Novize, Rubin Cup, Saphir Cup, Smaragd Cup, fahren wir den Rubin Cup und natürlich fahren wir mit Captain Falcon und dem Blue Falcon. Wir starten in Mute City, der Twist Road. Drei Runden sind zu fahren. Und ja, anders als bei Mario Kart, haben wir hier 30 Fahrzeuge. Wir müssen vor allem auch aufpassen, dass unser Fahrzeug nicht kaputt geht. Ja, wir dürfen hier nicht zu oft die Bande küssen, weil dann verlieren wir Energie. Wir können außerdem den Boost starten. Ja. Allerdings auch erst, wenn wir den dann freigeschalten haben. Und diese Felder sind dafür da, um Energie wieder aufzuladen, falls wir zu viel Schaden kassiert haben, hier eben wie zum Beispiel solche Wandtuschierer. Und wir sind direkt Runde 1 von 30 auf 3 vorgefahren. Und ab Runde 2 können wir jetzt hier Boost starten. Ihr seht, das kostet ein bisschen Energie, die wir da hier verlieren. Aber die können wir ja hier dann jederzeit wieder aufladen. Und wie gesagt, wenn die Energie alle ist, ist unser Fahrzeug kaputt. Und entsprechend ist da dann auch nichts mehr zu retten. Dann verlieren wir, glaube ich, das Rennen. Wir sind direkt raus. Ja. Was das Fahrzeug angeht, beziehungsweise die Fahrzeuge, sind natürlich unterschiedlicher Stärke. Ich weiß nicht, ob er dann im Laufe der Story beispielsweise noch stärkere, schnellere, bessere Fahrzeuge freischalten kann. Kann ich mir natürlich sehr, sehr gut vorstellen. Und ihr seht auch schon wieder ganz leichte Lags. Liegt halt wieder daran, dass ich es auf dem Emulator spiele. Aber das ist absolut erträglich. Und wir gewinnen unser erstes Rennen hier in Mute City mit dem Blue Falcon. Was ich euch auch noch unbedingt zeigen möchte, ihr könnt bei eurem Fahrzeug dann auch einstellen die Balance zwischen Beschleunigung bzw. Acceleration. Ja, wenn ihr natürlich hier mehr nach links geht, dann beschleunigt euer Fahrzeug natürlich schneller, aber Top Speed ist deutlich geringer. Und die andere Möglichkeit ist, natürlich eine langsame Beschleunigung zu haben, dafür aber mehr Topspeed. Ich denke, hier so in der Mitte mit dem Ausgeglichenen sind wir echt gut dabei. Ja. Ich finde im Übrigen, für ein GameCube-Spiel sieht das Spiel richtig klasse aus. Ja, also klar, ich habe die Grafik ein bisschen hochgeschraubt hier durch den Emulator. Ja, also die Auflösung ist ein bisschen höher. Aber ansonsten, ey, musst du schon ganz ehrlich sagen, das ist richtig, richtig cool. Oh, da hat man mal einen größeren Leck. Nee, aber sonst, wie gesagt, finde ich das richtig, richtig cool. Und verstehe eigentlich auch nicht, warum da seit 2004 kein Spiel mehr gekommen ist. Weiß nicht, ob die Spielserie so unbeliebt war. Und die nächste Frage wäre, kann man hier irgendwie driften? Alter Schwede! Okay, wenn ich hier den R-Knopf drücke, dann geht er aber sowas von in die Kurve rein. Heidewitzka. Und die Runde ist definitiv etwas länger. Okay, man kann ja oben oder unten fahren. Oben ist natürlich innen.
Und damit ist Runde 1 beendet. Wir sind nur Position 11. Haben aber jetzt die Möglichkeit, hier ein bisschen Energie rauszuballern. Bringt uns irgendwie gar nichts, weil wir absolut nicht nach vorne kommen. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Energie schnorren. Genau. Alter Schwede, nicht zu oft gegen die Bande. Das wäre wichtig. Und dort vorne. Alter Schwede. Wow. Ah, fuck, Alter. Also mit den Kurven komme ich hier noch nicht so wirklich klar. Wird schwierig hier, Runde 3 zu gewinnen. Einfach weil mir da hier an der Stelle noch ein bisschen der Skill fehlt. Und abseits der Strecke hier, was hier alles noch passiert, ey, das ist schon echt gigantisch. Also wie gesagt, für ein neues F-Zero könnte ich mich richtig begeistern. Final Lap, letzte Runde. Wir liegen hier aktuell in Führung, aber ich brauche definitiv erstmal ein bisschen Energie. Weil unser Fahrzeug macht so langsam die Mücke. Jawohl, hier wird. Alter, also manchmal ist es in der Kurve echt undankbar. So, jetzt kommen wir wieder hier zu dieser räudigen Kurvenpassage. Ich weiß nicht, wie ich die fahren soll. Ich weiß es wirklich nicht. Also, weiß nicht, ob ich dort vom Gas gehen muss, aber irgendwie kriege ich die Karre dort nicht um die Kurve. Ich krieg's einfach nicht hin. So, hier nochmal Boost geben. Ja, schön gegen die Bande nochmal geeiert. Kriegen wir den noch? Jawohl, wir hauen alles raus an Energie. War zwar nicht mehr viel übrig am Ende, aber wir gewinnen auch damit Rennen Nummer 3. Ich muss sagen, ja, auch wenn das Spiel hier hin und wieder... Alter Schwede, ich... Wow! Der Sprung war doch etwas verwirrend, Alter. Und das war auch ein bisschen verwirrend gerade, aber habe ich ganz gut... Lell, Alter. Ich sehe halt hier bedingt durch bei der Strecke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Alter, hör auf zu schieben. Du Dreckdachs. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst. Müssen natürlich jetzt hier aufpassen, nicht hier durch den Sand zu fahren. Hier ein bisschen Boost mitnehmen. Genau. Der Sand wird, glaube ich, auch immens bremsen. Alter Schwede. Sind das Minen? Oh, ich habe schon gehört, da ist definitiv einer über die Mine gefahren. So, hier kann man nochmal Energie tanken. Bevor es dann hier auf Startziel geht und gleich wieder den Sprung gibt. Ach, okay, man kann dort auch links fahren. Aber ich habe irgendwie in Runde 1... Oh, instant dieses Ding dort mitgenommen. Okay, jetzt kommt hier diese... Ich habe keinen Plan, wie ich die Kurven fahren soll. Ich habe keinen Plan, ob man irgendwie um Kurven driften kann. Weiß ich nicht. Mich steht auch mal grundsätzlich interessieren, für wen von euch, beziehungsweise wer von euch hat denn schon mal F-Zero gespielt? Für wen ist die Spielserie was? Für wen halt eher weniger? Aber ich muss sagen, ich finde das Spiel halt echt cool. Ja, klar, es ist... Ist ähnlich wie ein Mario Kart. Bloß mit mehr Fahrern. Und ich habe wenig Energie. Das ist schlecht. Oh, wichtig, Alter. Mit mehr Fahrern, aber ohne Items dafür. Heidewitzka. Jetzt hätte ich schon wieder fast die Sprungschanze verpasst. Kann mir mal einer erklären, wie ich diese Kurven fahren muss hier? Ah, okay, wir können mit P abbremsen im Übrigen. Habe ich gerade festgestellt. Aber sowas von bremst er da ab. Das ist ja sensationell. Jawohl, wir haben diverse Energie geharzt. Die können wir jetzt gleich rausballern. Und was mir auch richtig gefällt an dieser Spielserie, ist der Soundtrack. Nicht umsonst fahre ich auch bei Mario Kart super gern Mute City, Big Blue. Auch wegen des absolut phänomenalen Soundtracks. So, jetzt boosten wir hier nochmal richtig durch. Geben wir nochmal alles. Und gewinnen alle Rennen in diesem Grand Prix. Yes. Max Speed 1763 km/h. Also natürlich, wie es sich gehört, dann noch mit Siegerehrung und Interview, wo man selber quasi die Frage stellen konnte. Eine Frage, gut, das Interview
Ja, das war jetzt tatsächlich ein bisschen halbherzig. Aber die Idee finde ich echt gut. Und die Idee hat man ja damals mit dem Interview nach den Spielen, in dem Fall, bei Disney Sports Fußball rumgesetzt. Fand ich auch damals echt mega geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu haben wir jetzt noch irgendeinen Zubehör freigeschalten. Wir schauen uns mal, was der Versus Battle Mode... zwei oder mehr Controller. Okay, das ist dann quasi tatsächlich halt Versus, wie wir es bei Mario Kart kennen. Time Attack ist, glaube ich, jetzt auch keine Sache, die ihr wirklich interessiert. Practice... Story würde ich jetzt mal gerne noch schauen, was wir in der Story machen können. Prolog. Black Shadows Schande. Prolog. Black Shadows Schande. Black Shadow versagte bei seinem letzten Versuch, den Grand Prix zu gewinnen. Dadurch hat er den Zorn eines bösartigen Wesens auf sich gezogen. Okay, klingt vielversprechend. Kapitel 1, Captain Falcons Training. Falcon hat unermüdlich trainiert, um einen weiteren Titel gewinnen zu können. Alles klar. Sammle alle Kapseln ein und beende das Rennen in 80 Sekunden. Erste Mission. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch so ein bisschen Tutorial-mäßig hier was bekommen. Oder ob dich das Spiel hier auch in der Story quasi direkt ins kalte Wasser wirft. Wir spielen auf jeden Fall auf der Casino-Strecke. Auf dem Casino-Oval, so wie ich es verstanden habe. Bin jetzt nicht böse drüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir müssen alle Kapseln einsammeln. Alle Kapseln? Seid ihr bescheuert? Wisst ihr, wie schwer das ist? Alle Kapseln? Oder 80? Waren es 80 Kapseln oder alle Kapseln? Na schön. Also alle Kapseln fände ich jetzt schon krass, muss ich ganz ehrlich gestehen. Alter Schwede! Okay. Noch zwei Kapseln fehlen uns. Die sollte ich jetzt möglichst nicht verpassen. Das wäre sehr, sehr wertvoll. Eine haben wir hier drüben. Okay, noch eine finale Kapsel brauchen wir. Wo ist die? Ach, die war ja hier direkt in der Kurve am Rand. Jawohl! Okay, und jetzt nur das Rennen zu Ende bringen. Dann haben wir es. Das war für eine erste Mission jetzt gar nicht mal so easy. Story, Kapitel 2. Goro, der rachsüchtige Samurai, ist ab sofort im Shop erhältlich. Alles klar.
Gut, Leute, so viel zum Story Mode. Ich habe absolut keinen Plan, wie man im Story Mode weiter als Kapitel 1 anwählen kann. Ja, wir hatten den Prolog, dann Kapitel 1. Ich habe jetzt gedacht, bei Kapitel 1, weil du kannst nämlich dann aussuchen, ob du normal, schwer oder extrem machst. Ich saß jetzt tatsächlich eine halbe Stunde an der schweren Stufe. Extrem mache ich jetzt mit Sicherheit nicht noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich normal, schwer und extrem schaffen muss, um Kapitel 2 freizuschalten. Aber ich habe keinen Plan, wie ich sonst Kapitel 2 freischalte. Also da ist natürlich jetzt ein kleines bisschen ein Rätsel. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Story-Mode hier an der Stelle vorbei ist. Von daher hier definitiv ein ganz großer Minuspunkt für das für die Story, weil ja, ich habe wie gesagt keinen Plan, wie es hier weitergehen soll. Und also wenn es tatsächlich so ist, dass ich jetzt auch noch extrem schaffen müsste, dann ist es auch mega lächerlich hier, der Story-Mode. Ansonsten soll es das gewesen sein zum heutigen Angespielt. Grundsätzlich ein cooles Spiel, wenn man rein so nur auf das Fahren geht. Man kann wie gesagt auch gegen andere fahren. Macht mit Sicherheit richtig viel Spaß. Ich hätte Bock auf ein F-Zero für die Nintendo Switch. Hätte ich richtig Bock drauf. Oh, weil vor allem, ich meine, das Spiel ist ja ansonsten echt ein richtig gutes Spiel, bis auf die Story, wo ich halt nicht dahinter stecke, aber vielleicht habt ihr da Ahnung und könnt mich aufklären. Ja, also bedanke ich mich dafür, dass es dabei war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gern eure Meinung zu F-Zero und einem F-Zero für die Switch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns gern beim nächsten Angespielt wieder. Bis dahin, macht's gut.